Ich grüße euch alle sehr herzlich von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Weg zu Freunden auf diesem Weg soll kein Gras wachsen. Und deswegen bin ich für 12 Stunden mit dem Flugzeug hierher geflogen, um an eurem großen Tag dabei zu sein. Und ich gratuliere euch zu diesem Erfolg. Ich gratuliere der Regierung von Honduras, dass sie sich auf den Weg gemacht hat, mehr Schulen für die Kinder zu verwirklichen, denn das ist für die Zukunft außerordentlich wichtig. Und ich freue mich, dass alle mitgemacht haben, dass ihr so eine schöne, große Schule haben werdet. Und möchte meinen Respekt aussprechen für dieses Engagement, auch der Eltern und aller Beteiligten. Das kann man sich sehr gut hier zugute halten und verdient Anerkennung von allen Seiten. Ich denke, heute wird hier gefeiert, aber ich hoffe, dass die Schülerinnen und Schüler morgen ganz besonders viel lernen in ihrer neuen Schule. Ja oder nein? Okay, dann kann ich ja heute Nacht gut schlafen. Wir leben alle miteinander in einer Welt. Und da ist es wichtig, dass wir besonders an diejenigen denken und für die halten, die unsere Zukunft darstellen, nämlich die Kinder. Damit sie in einer friedvollen Umgebung aufwachsen können und dass sie vor allem viel lernen, damit sie in ihrem Leben etwas erreichen können und dass sie eine gute Zukunft haben. Und so hoffe ich, wenn wir uns in 20 Jahren wiedersehen, dass ihr dann alle einen guten Beruf habt und dass ihr mit Freude zurückschaut auf diesen Tag. Es ist wichtig, dass die Bundesrepublik Deutschland sich sehr stark engagiert hat in dieser Region für Bildung. Aber die Stärkeren auf dieser Welt müssen auch den Schwächeren helfen. Und das heute ist ein schönes Beispiel dafür, dass es gelingt. Wir leben in einer Welt und müssen entsprechend zusammenhalten. Es lebe die Freundschaft zwischen Honduras und Deutschland und ich darf euch zurufen, der Herrgott segne dieses Land. Und noch ein kleiner Nachsatz. Bitte denkt auch an diejenigen, die in irgendeiner Weise Einschränkungen haben und zum Beispiel nicht sehen können. Und ich möchte auch da Mut machen, diese Kinder in eure Mitte zu nehmen. Und auch wir haben jemanden heute in unserer Delegation, der Herr sie kurz aufstehen können, der das Augenlicht verloren hat und der sich beruflich trotzdem sehr gut entwickelt hat und heute bei uns dabei sein kann auf dieser großen Fahrt. Und das sollen wir uns alle ermutigen, dass wir auch diejenigen, die vielleicht schwach sind, aus irgendeinem Grunde aufnehmen in unsere Gemeinschaft und ihnen die notwendige Solidarität und Unterstützung geben. Und zum Abschluss möchte ich meinen zwei Moderatoren danken. Wir gehen jetzt ein bisschen da vorne, damit ich euch jedem exemplarisch einen Ball überreichen kann.